Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich gerne mit euch darüber schwätzen, wie man Kinder in der sprachlichen Entwicklung unterstützen kann. Die Kinder verstehen oft schon sehr früh viel mehr, wie wir uns als Erwachsene überhaupt vorstellen können. Die Sprachentwicklung ist von jedem Kind sehr individuell. Am Anfang entwickeln sie meistens sehr kreative Wörter für verschiedene Gegenstände oder für verschiedene Sequenzen im Alltag. Meistens verstehen die kreativ entwickelten Wörter nur die eigenen Eltern, wie zum Beispiel Tadu für Auto oder Hui für Schaukeln. Da hat jedes Kind seinen eigenen Weg, um sich verständigen mit den Eltern. Genau. Das Wichtigste bei der sprachlichen Entwicklung für Kinder ist es, dass man ganz viel mit ihnen schwätzt. Als Erwachsene ist es wichtig, dass man den Kindern immer alles erklärt und möglichst viel Sprache in den Alltag integriert. Kinder wollen auch von sich aus meistens sehr viel wissen und zeigen auf viele Sachen, die sie interessieren und erwarten dann auch von den Erwachsenen, dass sie es von denen erklärt bekommen. Als Erwachsene ist es dann auch wichtig, dass man das Kind kindgerecht, aber gleich ausführlich erklärt. Nicht einfach, da ist ein Auto, sondern da ist vielleicht ein rotes Auto und der fährt jetzt gerade ab. Vielleicht geht es zum Posten oder geht die Frau, die drin sitzt, zum Posten oder so. Ja. Auch singen ist, oder das Verschenreden ist eine Methode, um Kind in der sprachlichen Entwicklung zu unterstützen. Zudem ist das auch eine Methode, die für Kinder sehr motivierend ist, weil es ist eine spielerische Methode ist. Beim Liedersingen achte ich persönlich darauf im Alltag, dass auch gerade ein bisschen Themen bezogen sind. Zum Beispiel ja, beim Zähneputzen ein Zähneputzlied. Oder vor dem Essen ein gutes Lied. Oder beim Spaziergang im Wald ein Lied vom Wald. Oder wenn man gerade ein Tier sieht, ein Lied zu dem Tier. Ja, da schaue ich ein bisschen drauf. Und auch beim Bilderbüchlein erzählen, das ist jetzt gerade das Gleiche. Wir haben hier jetzt zum Beispiel das Büchlein, wo die Eule am Abend aufwacht und dann allen Tieren geht, gute Nacht sagen. Das schauen wir einmal wirklich auch an, bevor wir gehen schlafen, ein Themen bezogen. Dann haben wir hier gerade ein mega aktuelles Büchlein, das heisst Busy machen, Handwaschen und super. Und da geht es eben darum, um aufs Hefeli gehen, die Handwaschen mit Seife und sich allgemein super machen. Das schauen wir auch in diesen Alltagssequenzen an und ich tue es so mit thematisieren. Dann habe ich hier auch noch ein Büchlein genommen mit so Baustellenfahrzeugen. Das ist jetzt auch das letzte Mal vorgekommen, als wir auf dem Spaziergang an einer Baustelle vorbeigegangen sind. Dort hatte es einen mega grossen Lastwagen gehabt, den Joshua mega interessant gefunden hat. Und dann habe ich auch daheim mit ihm das Büchlein noch angeschaut und habe dann wie den Lastwagen noch mal thematisieren können, ihm zeigen, was denn der Lastwagen gemacht hat. Und ja. Und so nochmal aufgreifen. Was ich mega wichtig finde beim Büchlein erzählen, dass man nicht einfach nur sagt, schau, da ist ein Auto oder da ist ein Mädchen oder Seb ist ein Baum oder was auch immer. Sondern, ja, schau, da ist ein rotes Auto und da ist ein Mädchen, schau, und da ist, glaube ich, gerade ein bisschen traurig, es schaut traurig drin. Dass man wie ein bisschen weitergeht und dem Kind wie einfach mehr zutraut und etwas erklärt, wenn man sieht. So kann man es mega gut unterstützen in der sprachlichen Entwicklung. Ja, ich wünsche euch viel Erfolg beim Ausprobieren und wenn ihr noch mehr Tipps habt, wie man das Kind in der sprachlichen Entwicklung unterstützen kann, dann dürft ihr da gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr etwas auch nicht so findet, wie ich es erzähle, dann gerne auch ein Tipp für mich. Nein. Also, in dem Fall. Tschüss miteinander.